Wusstest du, dass man Ehefrauen verkaufen konnte? Zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert waren sogenannte Frauenauktionen nichts Unübliches in England. Scheidungen waren nicht nur extrem teuer, sondern auch kompliziert. Männer würden ihre Ehefrauen zum Markt bringen und sie dort versteigern oder verkaufen. Und das war einvernehmlich. Oft war das Paar bereits getrennt oder sogar schon in neuen Partnerschaften. Der Verkauf war also ein symbolischer Akt, um die Trennung gesellschaftlich akzeptabel zu machen, weil eine Scheidung eben nicht drin war. Der Meistbietende oder der Käufer der Frau war oft einfach schon der neue Partner und der Preis war abgesprochen. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde eine Frau beispielsweise für einen Pfund und einen Hund verkauft und einmal wurde eine Frau sogar gegen ein Bier eingetauscht. Klingt erstmal richtig krass, das Ganze war aber tatsächlich zum Vorteil der Frau. So wurde sie nicht als Ehebrecherin abgestempelt, war durch die neue Ehe finanziell abgesichert und konnte eine gesellschaftliche Stigmatisierung vermeiden.